Liebe Freunde, in diesem Video lernen wir das Wort Löffel auf Ägyptisch, ja. Und das Wort ist ganz praktisch, weil durch dieses Wort können wir den Buchstaben Ein ganz gut üben, ja. Na? Dieses Wort hat den Buchstaben Ein. Dieses Ein ist im Arabischen oder im Ägyptischen hier ist ganz kompliziert. Ne? Dieser Buchstabe existiert nicht im Deutschen. Dieser Buchstabe ist A, A, die Aussprache A, A. Wie genau bei dem Namen Ali. Wir sagen im Arabischen nicht Ali, sondern Ali, Ali. Und dieser Buchstabe Ein ist kein Vokal, sondern Konsonant, ja? Das ist hier kein A. Dieser Buchstabe ist gar kein A. Wir haben schon ein A im Arabischen. Dieser Buchstabe ist A, Ali, Ali. Oder bei dem Wort Löffel. Das Wort heißt Mal'a oder Ma'la'a. Im Hocharabischen Mal'aqa, im Ägyptischen heißt Ma'la'a. Ma'la'a. Ich muss immer lachen, wenn ich dieses Wort sage, aber ich kann das hier nochmal dann schreiben. Ma'la'a. Ma'la'a. Das ist jetzt Ägyptisch, ja? Hocharabisch Mal'aqa. Es gibt ein anderes Video von mir, wo ich das Wort auf Hocharabisch beibringe, aber das ist hier dann erstmal auf Ägyptisch und auf Ägyptisch heißt Ma'la'a. 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 So, ich kann hier neue Tafeln machen. Ma. 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 La. Ma. La. Ma. La. Okay, so wird das Wort Löffel auf Ägyptisch geschrieben. Ma. La. Edini ma. La. Gib mir bitte einen Löffel. Ana aayz ma. La. Ich möchte einen Löffel und so weiter. Erstmal beginnt das Wort mit dem Buchstaben Mim und nach diesem Buchstaben findest du dieses Zeichen hier. Das Zeichen hier ist ein kurzes A. Du sagst ma, ma, ma. Ja? Was bedeutet kurzes A? Du sagst nur auf diese Weise ma, ma. Wenn dieses Zeichen ein A wäre, auf diese Weise, dann sagst du Merle, Merle. Wir haben im Ägyptischen oder im Arabischen kurze Vokale und lange Vokale. Das A hier ohne Hamza ist lang und dieses Zeichen heißt hier, du hast ein kurzes A. Ja? Das A mit Hamza ist eine andere Geschichte. Ja? Dann hier sagst du Ma. Ma, ma, ma. Dieser Buchstabe ist Konsonant, ja? Und wenn du ein Wort hast und dieses Wort hat dieses Ein, am besten, wenn du dieses Wort, ja, teilen wir hier das Wort zu. Erstmal sagst du ma, ma, ma. Danach, du kannst dir so kurze Pause geben und dann beginnst du den anderen Teil zu sprechen. Dann sagst du la, ma, Pause, la, ma, la, ma, la, ne? Nochmal, ma, Pause, la, ma, la. Du kannst das auch öfter mal üben. Ma, Pause, la. Ma, la. Bis du merkst, dass du auch das Wort schneller sagst, ne? Ma, Pause, la. Ma, la. Und so weiter. Dann bis jetzt ma, der andere Teil, la. Dieses A mit Hamza hier ist auch im Ägyptischen oder im Arabischen Konsonant. Ist ein Konsonant, ist kein Vokal. Wenn ein Buchstabe ein Hamza hat, heißt hier, dieser Buchstabe ist ein Konsonant. Vokale ist A ohne Hamza und dieses Zeichen hier.
Das Zeichen heißt hier, du musst das A kurz aussprechen. Das A ohne Hamza hier heißt hier, du musst dieses A länger aussprechen. Ne? Ma la. Okay. A mit Hamza heißt hier, du musst in dem Wort hier pausieren. Du sagst ma la. Pausierst, ja, oder du musst hier abhaken. Ein Beispiel dafür auf Deutsch, das Wort Beamter. 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 Ja, bei diesem Wort, du findest hier dieses A. Dieses A ist genau dieses A mit Hamza hier. Du sagst hier Beamter und auch genau hier so. Mala. Mala. Auf diese Weise. Mala. Maler. Ja, ich hoffe, dass du jetzt dieses Wort besser aussprechen kannst. Falls du den Buchstaben Ain mit einem Lied lernen möchtest, findest du auf dieser Seite oder am Ende dieser Seite eine Lektion, wo ich dir diesen Buchstaben mit einem Lied beibringe. Und du findest auch andere Videos wie die Adjektive, wie du auch die Adjektive übst, findest du auch Liste und Arbeitsmaterial und Gegensätze. Du kannst dir alles drucken und so weiter. Das findest du am Ende dieser Seite. Falls du dieses Video auf YouTube guckst, findest du den Link dazu in dem Infobox, das heißt unter diesem Video. Und wenn du auf diesen Link klickst, landest du auf meiner Webseite. Da musst du bitte scrollen bis zum Ende der Seite, dann findest du auch die Informationen zu dieser Lektion, wo ich dir den Buchstaben Ain mit einem Lied beibringe und ich bringe dir die Adjektive zu circa 30 Adjektive, auch wie du jedes Adjektiv gut aussprechen kannst, auch mit Tipps auf diese Weise. Ja, das war heute. Falls du auf YouTube bist, kannst du gerne Daumen nach oben geben, falls du mein Video magst, kannst auch meinen Kanal abonnieren und du kannst auch mir schreiben, welche Wörter möchtest du gerne üben und ich versuche auch für dich so Tipps oder ich versuche auch dir Tipps geben. Ja, ja, das war jetzt und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis bald, dein Ahmed. Danke, ciao.